Herzlich willkommen zur Sonderausgabenreihe Einwürfe der Skistammtisch. Der Österreichische Skiverband, der Landesskiverband Kärnten und die Kronenzeitung haben sich zusammengetan, ja, um unsere Zuhörer und Leser fit für den Winter zu machen. Und eben eine Sonderreihe benötigt Sondermaßnahmen. Eine davon ist, dass ich meinen Co-Moderator begrüßen darf. Servus, Hanno Doschan. Ja, grüß dich. Servus, Patrick. Hanno, du bist der Generalsekretär des Kärntner Landesskiverbandes. Erklär mal kurz deine Aufgaben beim Verband und natürlich das Allerwichtigste, warum du in dieser Ausgabenserie mein Co-Moderator bist. Ja, danke erst einmal, dass ich dabei sein darf und dass wir dieses nette Projekt hier des Podcasts umsetzen können. Freut mich irrsinnig. Mir war es, also aus Sicht des Skiverbandes, sehr wichtig, dass wir da einfach einmal ein bisschen eine Aufmerksamkeit schaffen, was der Skiverband ist und wie man da dabei sein kann und so weiter. Ich selbst als Generalsekretär, meine Aufgabenbereiche, kurzum gesagt, sind das alles bis auf die Durchführung der Rennen. Alles andere läuft irgendwie einmal über meinen Tisch und selbst die Rennen müssen über meinen Tisch einmal drüber laufen, um das zu bestätigen, dass die Rennen stattfinden dürfen. Das heißt, von Verträge schließen bis hin zu Marketingthemen, all das, Sponsortermine, all das ist mein Aufgabenbereich. Und was mich befähigt, dabei zu sein, ist, glaube ich, bis vor kurzem, also vor 3 Jahren habe ich aufgehört mit dem Spitzensport und war da gerade Vize-Weltmeister beim Snowboardcross. Habe somit auch die ein oder anderen Erfahrungen rund um das Thema halt eben Materialpräparation bis hin zu Ernährung, alles das, was wir da besprechen wollen, eigentlich miterlebt und möchte mir da halt einfach noch als, sagen wir mal, als Experte, kann man schon sagen. Ja, deswegen habe ich dich ja geholt. Ja, aber wir holen dann die richtigen Experten, aber ja. Um da das Richtige rauszukitzeln aus diesen Personen, dafür bin ich dann da, also noch einmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Wunderbar, und wir bleiben gleich beim Kärntner Skiverband. Als einen von zwei Gästen darf ich den Präsidenten höchstpersönlich des Kärntner Skiverbandes begrüßen. Hallo Dieter Mörtl. Hallo. Dieter, was ist eigentlich der Mehrwert für die Zuhörer aus Sicht des Landesskiverbandes? Naja, der Mehrwert ist schon ein extrem wichtiger Mehrwert, weil erstens einmal die Kronenzeitung ein Medienpartner ist von Österreichischen Skiverband, die immer dabei ist und die eigentlich unsere Inhalte transportiert, unser Angebot. Vor allem von Landesskiverband jetzt dadurch, dass wir sehr viele Nachwuchssportler fördern und ausbilden. Und ohne Nachwuchssport gibt es keinen Spitzensport im ÖSV und daher ist es auch wichtig, dass unsere Nachwuchssportler auch medial gut begleitet werden, schon einen aufmerksamen Rang in der Öffentlichkeit bekommen und das geht nur mit Medienpartnerschaften, sonst eine andere Chance hat man nicht und vor allem mit neuen Medien. Und ich denke, das ist ganz einfach das Produkt, das wir gemeinsam mit der Kärntner Kronenzeitung transportieren wollen. Was ist für dich so in dieser Special Edition, möchte ich dazu sagen, in dieser Sonderausgabenreihe, was ist für dich so als Präsident vom Landesskiverband denn das Wichtigste? Was würdest du denn gern im Podcast hören? Das Wichtigste ist, ich glaube, dass der Landesskiverband sehr breit aufgestellt ist, dass es nicht nur Skifahren gibt, dass es sehr viele Sportarten gibt. Und genau diese Sportarten, um die zu betreiben, um die auszuüben, um die Erfolge auszuüben, braucht sehr viel Background-Arbeit. Und das sind viele Bereiche. Das ist die Sicherheit, das ist das Training, das ist die Ernährung, das ist die Ausrüstung. Das ist auch das Umfeld, das familiäre Umfeld. Das muss ja alles passen. Das sind ja Nachwuchssportler, Jugendsportler, die brauchen noch ein Elternhaus, die brauchen noch Eltern dabei. Vor allem die Eltern sind die größten Förderer des Nachwuchssportes. Und wichtig ist, dass man genau diese Inhalte von dem gesamten Spitzensport und Breitensport transportiert. Und wichtig ist es, dass jede Sportart, jede Wintersportart zu uns gehört, außer das Eishockeyspielen, außer das Rodelfahren. Und dass wir diese Wintersportarten, diese Vielfalt natürlich, dass es gewisse Trends gibt, dass zum Beispiel jetzt in den Corona-Zeiten Skifahren in war, weil die Lifte öffnen dürfen, aber auch das Langlaufen in war. Und dass man das transportiert und das an den Konsumenten, an den Medienkonsumenten weiterbekommt. Ich hoffe, dass der Hanno und ich an dieser Stelle diesen Aufgaben jetzt gerecht werden. Wir werden versuchen, natürlich so viel wie möglich davon abzudecken. Danke an dieser Stelle. Und als zweiten Gast darf ich den Chefredakteur der Kronenzeitung, Hannes Möslacher, begrüßen. Hallo, Hannes.
Hallo Patrick, Chefredakteur der Kärntner Krone, muss man ganz klar sagen. Ja, genau. Deswegen, wir wollen präzise sein. Genau, darum haben wir dich natürlich eingeladen. Und erste Frage an dich, warum macht eigentlich die Krone diese Sonderreihe bei gerade dem Thema Podcast und Einwürfe der Sportpodcast? Wieso wir grundsätzlich Skifahren zu unserem Thema gemacht haben, ist eigentlich ganz klar. Also Österreich ist ein Skiland, Kärnten ist ein Skiland. Wir haben sehr, sehr große, international erfolgreiche Sportler hervorgebracht. Und es ist einfach total wichtig, die Begeisterung zum Skisport in den Leuten verankert halten, in den Eltern, in den Großeltern, zu denen ich mich ja mittlerweile auch zähle, um einfach den Sport weitergeben zu können. Es ist einfach so etwas Erfüllendes zu sehen, wie kleines Kind von den ersten Gehversuchen auf irgendwelchen meistens eh viel zu schlechten Brettern, aber über das sollte man dann ja auch reden, wie man anfängt, ohne gleich Überforderung herbeizuführen, ohne gleich die Möglichkeit zu geben, dass man sagt, boah, das brauche ich gar nicht, weil das funktioniert hinten und vorne. Bei den eigenen Enkeln sehe ich es momentan, dass man sehr, sehr schnell diesen Geist einsetzen kann. Und das ist eine totale Freude, wenn es nach der dritten, vierten Abfahrt sie schon sagen, so Opa, jetzt kannst du mal schon da ein bisschen aus dem Weg fahren, weil ich kann das schon, ich fahre das schon, ich mache meine Bogen. Und einfach diese Begeisterung mitzugeben und dann hinein bis in die ersten Jugendkader, wo man dann wirklich auch erleben kann, mit welcher Begeisterung die Jugendlichen und die Kinder dabei sind und welche Technik die entwickeln, weil sie einfach völlig schmerzbefreit, völlig losgelöst von irgendwelchen Ängsten, Pisten bewältigen, das bis dann hin zu begleiten, wo dann die ersten Rennerfolge erzielt werden, aber auch gleichzeitig aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dann Disziplin zu bewahren, weil man tatsächlich an die Spitze will. Und natürlich dann auch in Richtung Skiverband, um einmal mehr vor den Vorhang zu holen, was da im Hintergrund notwendig ist. Und das ist von der Bereitschaft der Eltern, der Großeltern, bis hin logischerweise zu einem großen Trainerstab, zu Organisatoren, zu Ehrenamtlichen, die sich da einbringen. Einfach aus der Begeisterung zum Sport. Und das Ganze einmal in einem neuen Medium, wie es der Podcast ist, auch Revue passieren zu lassen, ist eine großartige Aufgabe und auf die freuen wir uns. Ja, sehr interessant. Was muss dann aber inhaltlich aus Sicht der Krone, und jetzt spreche ich nicht nur Krone Kärnten, sondern österreichweit, denke ich einmal, ist das ein interessantes Thema, weil wir ja auch den ÖSV mit an Bord haben. Was muss inhaltlich mittendrin stehen? Dass Österreich als Skiland war, Österreich als Skiland ist und Österreich als Skiland auch in Zukunft sein soll. Ganz egal, ob jetzt die klimatischen Bedingungen uns da ein bisschen verändern und wir vielleicht weiter in die Höhenlagen hinauf müssen oder ob auch das Skifahren teuer ist. Das ist einfach ein Sport, der nicht billig ist, aber das sind im Grunde keine Sportarten. Wenn man sich anschaut, was ich sehe, Kitesurfen ist auch jetzt nicht unbedingt eine Sportart, die man sich aus dem Sportschwein heraus finanzieren kann. Die Inhalte müssen einfach sein, Skifahren ist großartig, Skifahren ist schön, Skifahren macht Spaß. Skifahren kann auch Leistungssport sein, muss nicht immer, kann auch Leistungssport sein. Und Skifahren hat Österreich und Kärnten in der Vergangenheit bekannt gemacht und das soll auch in Zukunft so sein. Und noch mehr diese Jugendarbeit und die Jugendkader in den Mittelpunkt zu stellen, das werden wir versuchen über alle unsere Plattformen. Wir existieren ja nicht nur zum Glück auf Podcast, sondern eben in allen sozialen Medien mittlerweile, bis hin zu TikTok, von dem ich keine Ahnung habe, dass aber sehr, sehr gut funktioniert. Und logischerweise in unser großes Flaggschiff, die Printausgabe. Da wollen wir das noch stärker jetzt in Zukunft und vor allem begleitend zu dieser Podcast-Serie verankern. Na, wunderbar. Und danke an die beiden Gäste jetzt einmal für diese ersten Eindrücke und die Erwartungen, die uns jetzt da in dieser Serie begleiten werden. Hanno, ich spiele den Ball wieder zu. Haben wir jetzt irgendetwas vergessen? Wir haben gesagt, wir fangen von A an und gehen wirklich bis Z. Du und ich, wir rocken diese Serie. Was gehen wir denn eigentlich jetzt alles an? Gib uns einmal so einen groben Überblick. Ja, einen groben Überblick. De facto ist es mir wichtig gewesen, dass wir den Lesern und auch hoffentlich zukünftigen Mitgliedern von uns, zumindest die einen oder anderen, einmal einen groben Überblick über das gesamte Thema gibt und nachher aber schon auch im Detail, dass sie sich was mitnehmen können. Einen Mehrwert zu schaffen in dem Moment.
Mir ist beispielsweise, wenn man Material hernimmt, da geht es dann auch darum, Materialauswahl. Ich bin ein Skifahrer Typ XY, welches Material passt zu mir überhaupt? Ja, also da werden wir wahrscheinlich, nachdem es der größte Bereich ist, aufs Skifahren eingehen. Dann gehen wir auf die Ernährung ein, wo wir beispielsweise jetzt eine Ernährungswissenschaftlerin herbringen und immer aber auch im Gegenpol den Athleten nachher, also dass der wirklich aus der Realität erzählt, wie war das oder wie ist das aktuell bei mir, was tut mir gut, was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar, wie wichtig ist die Disziplin in den jeweiligen Fachbereichen. Und genauso gehen wir aber auch Richtung Parasport, weil auch das ein sehr, sehr wichtiges Thema in der heutigen Zeit ist, überhaupt die Inklusion halt einfach zu fördern, dass man einmal auch nicht nur aufzeigen, es gibt diese Top-Sportler wie sein Markus Salcher, vielleicht ist jetzt im Skifahren, sondern es gibt da ganz viele andere, die das ähnliche Schicksal wie er haben, die aber unter Umständen noch nie darüber nachgedacht haben, in einen Verein zu gehen. Ja. Und der Weg vom Verein bis hin zu einem Weltcuprennen oder bis zu einem Olympiastart unter Umständen ist nicht so weit, wie man glauben mag, also wie man es kennt aus einem, bitte nicht falsch verstehen, normalen jetzt einen Rennsportler. Und den kann man extrem viel Freude damit bereiten, glaube ich, ja, und sehr viel Mut da in dieser Zeit bringen. Und genauso wollen wir aber über das Thema Sicherheit sprechen. Da reden wir über Freeriden in dem Moment, beziehungsweise dieses Skibergsteigen und alles, was dazugehört mit Lawinen und Lawinenprävention in dem Moment. Also all das bis hin zu Freestyle möchten wir da oder wäre meine Intention, weiterzubringen. Heißt eigentlich, es braucht nur noch schneien und wir sind dann startklar, oder? Nach dieser Reihe. Ja, dann sind wir fit für den Winter. Oder sind wir fit für den Winter. Dass wir durchkommen. Der erste Schnee ist schon da. Der erste Schnee ist schon da, ganz genau. Und mir gefällt auch die Aussage ganz gut, lerne von den Besten. Und genau das wollen wir in dieser Serie von Einwürfe der Skistammtisch auch absolut vermitteln. Dieter, zwei Schlagworte darf ich dir noch hinwerfen. Zum ersten Schlagwort Verein oder Vereine und das zweite Klimawandel. Vielleicht beginnen wir mit den Vereinen. Ja, die Vereine, das ist unser Fundament. Von denen lebt der Landesskiverband, von diesen Vereinen lebt auch von den ehrenamtlichen Verantwortungsträgern, Funktionärinnen und Funktionären, lebt auch der Österreichische Skiverband. Wir haben 83 Vereine aktuell. Einen Verein haben wir dazu bekommen, gerade ganz frisch. Und wir haben über 12.700 Mitglieder. Das sind nämlich Mitglieder, die nicht nur im Spitzensport, sondern im Breitensport tätig sind, die vor allem durch die Mitgliedschaft bei einem großen Dachverband den Vorteil haben, dass sie nicht nur im Versicherungsschutz, sondern andere Begünstigungen, aber vor allem im Leistungssport, dass sie bei den Rennen starten dürfen, weil jede nationale Skiinstitution, so wie der ÖSV, ist auch Mitglied bei den internationalen Skiorganisationen, wie bei der FIS oder beim Olympischen Komitee. Und wir sind sehr stolz auf unsere Vereinsarbeit und ich kann sagen, es war positiv, dass wir im letzten Jahr einen realen Zuwachs sogar gehabt haben, außer eine Mitgliederbereinigung aufgrund eines Problems bei einem Verein, aber dass auch österreichweit der Österreichische Skiverband einen großen Zuwachs verzeichnen hat können. Das macht uns stolz. Wir sind noch immer der nationale Verband, der Österreichische Skiverband, der größte Sportverband, der größte Wintersportverband der Welt. Und den gehört auch der Kärntner Skiverband an. Und das ist eigentlich, was uns optimistisch stimmt, in Zukunft hinzuarbeiten. Klimawandel. Natürlich beschäftigt sich der ÖSV schon seit Längerem mit dem Klimawandel. Es gibt verschiedene Studien dazu. Und die Skifahrer sind nicht die Klimazerstörer, sondern im Gegenteil. Bei uns ist auch Skibergsteigen dabei, Langlaufen dabei und Klimawandel ist ein ernstzunehmendes Thema. Es wird natürlich Alternativen geben, aber es wird keine Zwangsmaßnahmen geben. Und Alternative beginnt einmal so, dass man flexibel ist im Rennkalender, flexibel ist in der Organisation, flexibel ist im Training. Und gerade bei Nachwuchssport braucht man jetzt nicht irgendwie überseereisend, um Trainingseinheiten zu erfüllen oder nachzukommen, sondern das kann man schon an geregelten Tagen frühzeitig im Dezember, im November in den einheimischen Skigebieten machen. Und man wird sich da sehr wohl in Zukunft neue Strategien ausdenken. Aber eine Strategie wird sein, dass man sich einfach in den Tagen, wo es Schneebedeckung gibt, wo die Berge weiß umhüllt sind, dass man einfach da den Schwerpunkt der Rennen setzt. Und das wissen wir, das ist Jänner, Februar, März.
Und wir haben auch die Erfahrung, dass in den letzten Jahren der Frühjahr sehr lange gedauert hat, was die Winterzeit anbelangt. Und das muss man einfach so hinnehmen und akzeptieren. Es gibt verschiedene Überlegungen, Schneedepots oder andere Maßnahmen. Ich glaube, keiner will jetzt eine Skihalle haben, weil jeder will noch unter dem freien Himmel Skifahren. Und so weit sind wir noch nicht mit den Gedanken. Wunderbar. Verrat mir eigentlich schon das nächste Thema, also Folge 2, um was handelt es sich? Ja, es werden laufend die Sportler, wenn sie da sind, von der Trainingswelt zurückkommen. Die KT-Truppe, was ich erfahren habe, kommt einer und wer immer. Die stehen zur Verfügung, die sind für Nachwuchs da und ich glaube, da haben wir keinen Mangel in Kärnten, nachdem wir den besten Olympiasieger haben, dreifach Olympiasieger, den Martin Meyer, aber natürlich darüber hinaus, man kann auch unsere Oldies einmal einladen, an Franz Klammer, der derzeit mit der Krone wandert, kann ruhig einmal über Skifahren reden, oder auch natürlich Fritz Strobel, wir wird draußen, wir sind der bescheidene Olympiasieger, der stille Held damals von Salt Lake City. Wir haben eine Breite von Spitzensportlern, egal ob es auch im Sprunglauf ist, ein Thomas Morgenstern, ein Charlie Schnabel. Wir haben erfolgreiche Sportler, Daniel Czofenik, die stehen alle zur Verfügung. Wunderbar, das heißt, die Zuhörer können gespannt sein an diesen 10 Folgen, wer uns da alles besuchen wird. Genau. Sehr cool, da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Was mich noch interessieren würde, und da hoffe ich, dass ihr da einen Gast bringen werdet, auf das freie Image an, für mich ist der mentale Bereich immer ganz wichtiger, weil das alle Nachwuchsläufer, also wenn ich jetzt vom Alpinskifahren jetzt wieder rede, wenn das alle Nachwuchsläufer gut Skifahren können, das liegt auf der Hand. Dass alle Weltcupläufer logischerweise sensationell Skifahren können, liegt auch auf der Hand. Aber wenn der Kopf nicht passt, dann nutzt die gesamte Technik und das gesamte Können und die gesamte Kondition nichts. Und welche Mechanismen da wirken, respektive was da Otto Normalverbraucher oder Nachwuchssportlerin für sich herausnehmen kann, das darf mich extrem interessieren. Und vielleicht habt ihr da, ganz sicher habt ihr da in Kärnten auch jemanden, der dazu einiges sagen kann. Oder wir laden jemanden vom ÖSV ein. Mentaltraining ist ganz eine wichtige Frage. Ich meine, der Hanna kann das als Spitzensportler beantworten. Das spielt in jeden Disziplinen. Was ist eigentlich der anstrengendste Sport auf der Welt? Die anstrengendste Sportwelt. Kann man das heute auch noch sagen? Ich würde sagen, ich komme vom Handball. Ich würde sagen Handball. Na, eh klar. Nein. Formel 1. Der muss seine Runden hoch konzentriert fahren. Wenn der einen Konzentrationsfehler hat, dann ist der weg vom Fenster. Dann ist er weg vom Ring. Und das Gleiche ist, wenn man sagt, ja, vergleichbar an Skifahrer, der fährt ja nur 1 Minute oder 2 Minuten runter. Aber auch er in der Höchstgeschwindigkeit darf dort sich keinen Fehler erlauben. Dann ist der weg vom Fehler. Und daher ist Formel 1 nicht mehr die anstrengendste Sportart, weil es natürlich länger von der Zeit her ist. Aber der Skifahrer hat genau in diesem Zeitraum auch nicht nur die konditionelle, die körperliche Voraussetzung, sondern auch die mentale Voraussetzung muss passen. Wenn der dort 0,1 Sekunden einen Fehler macht, ist der weg. Der ist nicht mehr auf der Piste. Ich glaube, der Hanno hat zum Stichwort Formel 1, glaube ich, wir haben im Vorgespräch das ein bisschen besprochen, hast gesagt, ein Beispiel hast du da, was für eines? Nein, ich sehe diesen Podcast allgemein ein bisschen so wie die Formel 1 für die Autoindustrie. Sie entwickelt eigentlich Prozesse oder Mechanismen und gibt die weiter an die Industrie. Und ich denke mir, so im kleinen Rahmen für Österreich, der österreichische Skiverband und in dem Moment der Skiverband, ja, entwickelt Themen und ist quasi Profi in diesem Bereich Wachs, Präparation, Ski überhaupt, egal, alles drumherum. Und unsere Aufgabe in dem Podcast ist es jetzt, dieses Wissen, ja, Kerne, wirklich essentielle Themen rauszupicken und die dann den Hörern, Lesern weiterzugeben, den Österreichern weiterzugeben. Ja, schön gesagt, absolut. Ich bin gespannt. Gutes Schlusswort. Alle nicken, jawohl. Deswegen haben wir den Hanno ausgesucht, dass er an meiner Seite da durch diese Reihe führen wird. Ich freue mich schon auf alle unsere künftigen Gäste und an der Stelle darf ich sagen, Dankeschön, dass ihr jetzt vorab einmal, danke Dieter, danke Hannes, dass ihr da in der ersten Folge einmal so ein bisschen eine, ja, warum wir das Ganze machen, Expertise abgegeben habt. Danke an dieser Stelle.
Ja, heißt also für alle, Sie sollen sich freuen auf eine Sonderreihe der Extraklasse. Und natürlich, mich freut es immer wieder, wenn alle Zuhörer den Podcast abonnieren, fleißig teilen und natürlich auch gerne kommentieren. Wir versuchen da natürlich immer, ja, so gut es geht, diese Kommentare auch zu reflektieren und mitzunehmen. Ihr findet uns natürlich auf allen gängigen Plattformen, Social Media, Facebook, Instagram, TikTok etc. Und ich freue mich auf alle Fälle, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, Folge 2. Bis dahin, alles Gute und wir hören uns. Die Krone und ich. Kronenzeitung.